Heute hier was eigentlich eher den Stahlbereich betrifft. Auch wenn wir Alulöffel heißen, haben wir natürlich öfters bei unseren Sonderanfertigungen Spezialsachen mit Stahl zu tun. Deswegen freue ich mich extrem auf dieses Thema. Heute gibt es ein Video dazu. Wir packen das Ganze aus. Wir zeigen euch, wir stellen euch das Gerät mal vor. Und nach dem Intro starten wir. Leute, seid herzlich gegrüßt zum neuen Video vom Stahllöffel. Warum Stahllöffel? Weil wir heute hier einen Plasmaschneider haben, den wir natürlich für Stahl brauchen, für die Bearbeitung. Und sehr, sehr cooles Teil. Der Bert hat gesagt, von Haus und Werkstatt, also von Weldinger, das Ding soll ich unbedingt mal testen, das ist cool, hat er mir empfohlen. Und dann ja, machen wir das natürlich. Wir packen es heute aus und ich mache es wieder ganz unbedarft. Ich sage es vorneweg, wir machen heute Unboxing, wir packen das Ganze erstmal aus und es wird noch ein Video dazu geben, wo wir auf das Ganze eingehen. Aber wir gehen ganz unbedarft ran, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Wir holen es jetzt raus und gucken uns das Ganze an. So, geht schon los, ich krieg's nicht raus, doch. Also hier haben wir, ja, würde ich sagen, ganz easy Schlauchpaket, da haben wir den Kollegen. Ja, ich muss halt auch ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nicht viele in der Hand gehabt. Okay, alles klar, wir haben hier den gelben Mechanismus, der quasi zur Entriegelung sorgt, dass es nicht einmal von alleine angeht. Klein, handlich, cool, also erstmal alles entspannt. Ja, Schlauchpaket. Weil ja immer viele irgendwie so tun oder sagen, Weldinger wäre billig oder man hat so den Eindruck, also ich habe irgendwie immer gar nicht den Eindruck, dass hier irgendwas billig ist oder ich finde es gut, liegt schön in der Hand. Was haben wir hier noch? Hier geht es weiter mit der Beschreibung. Ich weiß nicht, was das ist. Wir haben hier ein bisschen Schaumstoff drin und noch irgendwie so eine Verpackung mit einer, ich denke mal, da kann man bestimmt irgendwie den Druck oder irgendwas messen. Ja, gucken wir mal. So, und jetzt wird es nicht anders gehen. Ich muss mal auf meinen Tisch klettern. Und das Gerät mal rausholen. So, da haben wir das Gerät an sich. Und hier haben wir nur noch das Massekabel. Alles logisch quasi. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Finde ich aber auch immer ganz wichtig. Jeder weiß ja heutzutage, wie... Ich will da niemandem zu nahe treten, aber die Versandhandel so mit den Sachen umgehen. Und da finde ich es immer wichtig, ordentliche Verpackung, dass den Geräten ja schon beim Versand nichts passiert. Gell? Das heißt, wir haben hier schön Schaumstoff, das ist schön geschützt. Und man muss auch mal sagen, der Karton ist auch extrem gut. Also der ist bestimmt einen Zentimeter stark. Also das heißt, der ist schon schön massiv, dass dem Ganzen da drinnen nichts passiert. Weil wir investieren ja hier auch ein bisschen Geld immer in unsere Sachen. Das ist bei euch so, bei uns so. Dann will man, dass damit ordentlich umgegangen wird. Dann wird das geil verpackt. Das kommt sicher hier an. Und hat nicht im Nachgang, das wird jeder schon mal gehabt haben, was bestellt. Dann kommt das an und dann ist das kaputt. Dann wird es zurückgeschickt. Klar, gibt es das alles, ist alles machbar. Aber es ist ja einfach umständlich für die Firma, für einen selber. Und da ist es einfach schön, wenn die Sachen ordentlich verpackt sind. So. Und man muss aber auch dazu sagen, nicht übermäßig viel, was jetzt sinnlos wäre. Ha ja, und da haben wir schon das Gerätchen. Ja, es ist im Grunde genommen so groß wie unsere Wickschweißgeräte, also jetzt nicht überdimensioniert, haben wir einen schönen Tragegriff, wenn man es jetzt mal, das wird bei uns, denke ich, drüben, das müssen wir mal gucken, es kommt ja auf jeden Fall drüben in die Werkstatt, ich vermute mal, dass wir das versuchen, irgendwie stationär einzurichten, dass wir es gar nicht groß rumschleppen müssen, aber es gibt natürlich, wenn man so ein Ding erstmal hat, und da könnt ihr mich wahrscheinlich bestätigen, wenn man es erstmal hat, dann fallen einem so viele Dinge ein, wo man das gebrauchen kann, und dann schleppt man es wahrscheinlich doch auch gerne mal ein bisschen von A nach B. So, Lichtstrom, ist klar, wir haben Massekabel, wir haben den Brenner, wir haben eine Beschreibung, Gerät an sich, so was haben wir hier vorne. Wir haben im Grunde genommen Anzeige, Stromstärke und 2- und 4-Takt. Ich vermute mal, Schweiß ist genauso dein Thema wie bei mir. Wenn du das Ganze noch ein bisschen mehr vertiefen möchtest, mehr in die Materie eindringen willst, dann kannst du zu mir und Johnny gerne mal vorbeikommen. Wir bieten ja unsere Schweißworkshops an, in denen wir dir zeigen, wie man schweißt von A bis Z und quasi deine Fragen beantworten. Genau in diesem Bereich hier findet das statt. Den Link zu der ganzen Sache findest du unten in der Beschreibung. Einfach mal abchecken und gerne bei uns melden. So, also Bedienfeld ist im Grunde genommen klar. Wir schauen mal nach hinten. Hinten haben wir quasi nur im Grunde genommen eine Sache, die man ständig braucht. Das ist der Ein- und Ausknopf. Genau, ich drehe es natürlich mal. Hier drüben haben wir einen Filter. Dafür sind dann auch nochmal die Ersatzfilter dabei, weil das Gerät hat ja den integrierten Kompressor. Ja. Stand auch dabei, das habe ich vorhin schon irgendwo gesehen, immer bevor ihr das aufmacht, immer Strom abziehen und Gerät ausschalten. So, das können wir quasi einfach so lassen. Da muss man wahrscheinlich mal gucken ab und an, je nachdem wie staubig, dreckig das bei euch ist in der Werkstatt oder wo das benutzt wird, dass er das halt, keine Ahnung, einmal im Monat
wechselt, immer mal wahrscheinlich kontrollieren. So, dann haben wir, wie gesagt, die Masse, das Kabel, da stecken wir jetzt alles mal zusammen. Wir stecken das Ding erstmal in Strom. Okay, da tut sich jetzt natürlich noch nichts. Ich glaube, dass wir den dann mit dem Brenner starten. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal aus und stecken erstmal den Brenner ran. Ist im Grunde genommen auch selbsterklärend. Ihr habt hier, ich sag mal, so ein kleines quadratisches Teil. Das ist hier auch. Das passt quasi nur in eine Richtung. Geht total easy. Reinstecken, festdrehen. Beim Festdrehen nicht übertreiben. Ich sag mal, handfest das Ganze. So, und dann haben wir, wie gesagt, hier das Manometer. Wir haben hier die Einstellung. Schneidstrom, 2,4 Takt. Gut, das ist klar. Das ist wie beim Schweißen. Genau dasselbe. Und na, dann zünden wir das Ding mal, dass wir mal sehen, wie der geht. Dann habe ich es ja eben schon gesagt, ihr habt hier ein, ja, dass das Ding nicht einfach losgeht, sondern nochmal so eine Verriegelung, die ihr erst entsichern müsst und dann draufdrücken. Und dann geht er schon los. Dann läuft natürlich auch gleich der Kompressor an, der hier integriert ist. Aber vom Geräuschpegel her muss ich sagen, auch schön leise. Ist jetzt nicht zu laut. Klar hat er natürlich eine gewisse Lautstärke, ist klar. Und dann sehen wir halt auch schön, wie viel Bums er aufbaut. Und was natürlich zu empfehlen ist, wenn ihr dann damit arbeitet, kein Schweißhelm unbedingt, aber es gibt ja so Plasmaschneidbrillen, das sind ja so ein bisschen so kleinere wie Sonnenbrillen, sehen die aus. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Was auch cool ist, wir haben ein sehr langes Schlauchpaket. Ich vermute mal locker 4 Meter. Massekabel auch. Gut, das muss gar nicht so lang sein. Das ist ja, ich sag ich mal, kann man das ja irgendwo hinmachen. Was halt aber richtig cool ist, dieser integrierte Kompressor, das heißt, wir brauchen Lichtstrom und dann kann man das Ding überall mit hinschleppen und es wird so sein, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn man erstmal weiß, das Ding steht zu Hause, dann werden 100 Ideen kommen, wo man irgendwo ist und sagt, oh, da im Garten, da muss man vom Zaun was machen, keine Ahnung, wo man sagt, Flex kommt mal schlecht hin oder dauert zu lange, ist Material ist zu stark, ich glaube, dann nimmt man das Ding und legt los und gibt Gas. Also richtig cool. Finde den Brenner extrem handlich, schön klein, fühlt sich, wie gesagt, überhaupt nicht, ich sage das jetzt immer, weil wirklich immer viele so sagen, ach, das ist doch, das fühlt sich für mich nicht billig an, überhaupt nicht, schön leicht auch und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer dass ich mich freue auf das Video, wo wir das ganze Ding jetzt mal in Betrieb nehmen und einfach mal testen. Natürlich kann man vorher mal reingucken, hier stehen natürlich immer wichtige Dinge drin, Pflege und Wartung, auf was ist zu achten, wie startet man am besten, das sollte man sich vielleicht schon mal kurz durchlesen, wir reden hier von, keine Ahnung, das sind, ich kann es euch genau sagen, 10 Seiten, gell? A5, also das ist lächerlich, da kann man mal reingucken. Ja, also ich freue mich, wir werden uns mal ein paar Bleche raussuchen, wo wir mal ein bisschen was rumschnibbeln und ich denke, da wird es einige Videos dazu geben. Wenn du jetzt schon eine Idee für uns hast, wo du sagst, ey, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich weiß, viele haben sich schon dafür interessiert und haben darauf gewartet, dass endlich ein Video dazu kommt. Ich habe mich selber drauf gefreut. Wenn ihr jetzt aber schon eine Anregung habt, dann haut die unten rein, dann können wir das schon mal mit aufnehmen. Ich sage ja immer, wir notieren uns das und dann wollen wir da voll reinstarten. So, und dann checkt da unten die Beschreibung aus. Da findet ihr den Link zu dem Gerät. Könnt ihr euch nochmal ein bisschen Überblick verschaffen. Ich freue mich extrem auf das nächste Video, wo wir das Ding mal so richtig in Betrieb nehmen und mal austesten. Also ich bin da wirklich ein bisschen aufgeregt. Also schaltet zum nächsten Video auf jeden Fall ein. Ich wünsche euch einen coolen Abend. Ihr lasst es euch gut gehen. Bis zum Schneidtag.